Hallo und herzlich willkommen. The University nehme ich. Bandit Cafeteria würde ich auch nehmen. Aber zwei Embleme am Anfang ist doch geil. Okay, jetzt noch ein Petova-Statue. Ich bin, glaube ich, der glücklichste Mensch. Wir haben heute richtig durchgezogen. Nachdem wir 8.7.7. haben, haben wir doch noch einen Banger gehittet. Und jetzt ist Zeit für noch einen. Das ist kein Piltover-Start. Okay, was ist mit frühen Nash? Oder 17 Sorcerer-Emblem? Aber das hatten wir eben schon, das lief nicht so gut, ne? 6 Noxus-Embleme wäre auch witzig. Ich meine, wir werden halt alle Ohrfarmen. Noxus 9 ist halt immer so schwer, weil du musst halt Level 9 sein. Das sind halt nur 5, ne? Das ist es. Double Void würden wir nehmen. Double Void wäre witzig. Hauptsache Double, ne? Multicaster können wir ja nicht kriegen. Das heißt, wir kriegen einen von den 5, die da sind. Piltover, Noxus, Juggernaut, Sorcerer. Zum Beispiel Sorcerer und Void. Sorcerer und Void könnte man spielen. Ich weiß nicht, für welches... Ah, wobei. Ah, Multicaster hätte ich mitnehmen sollen. Mal wett. Wandering Trainer wäre natürlich risky, ne? Invoker Crown. Wie ihr da schon wieder auf Free LP kommt, Leute. Die Items sind halt nicht, ne? Aber wenn wir hier... Dann müssen wir schon noch einiges hitten, ne? Weiß nicht, wie wir das Early überleben sollen. Also Invoker definitiv cool, aber halt ist halt trotzdem irgendwie. I may be merciful, but Targon isn't. Keep your enemies close and me close. Gab es hier schon eine Option für 4 Invoker zu spielen? Nee, ne? Weil er kein Invoker ist. Aber er hätte trotzdem Soraka über Karma spielen sollen. Hier haben wir den besten Counter gegen Früh 4 Shadow Isles, nämlich Malzahar. Der Schilde bricht. Aber es sind einfach zu viele Schilde.
Dann ist es, ne? Das ist gerade unser bestes Board. Und auf 5. Maxim, warst du heute schon beim Training? Können nachher gehen, wenn du willst. Oh, ich kann heute nicht. Aber ich gehe morgen. Ich gehe morgen um 9. Aber 9 ist scheiße für dich. Neun ist leider kacke für dich. Bis jetzt waren alle Niederlagen knapp. Das ist es jetzt offiziell nicht mehr. Bin mir nicht sicher, ob man hier erst AP nimmt oder erst den Giants Belt. Wahrscheinlich erst den Giants Belt. Morgen bin ich bei Robert. Aha. Aber ich kann heute leider nicht. Und heute Abend schon booked. Nice! Invoker 4. Wir machen Taric zum Invoker. Gavin wird gesailed, weil er egal für uns ist. Da haben wir itemmäßig halt so ein paar Probleme. Aber ist schon machbar, ne? Invoker 4, 15 mehr Mana für alle, die da rumlaufen ansonsten. Zu Target für größere Schilde. Also Terry Castle quasi durch. Ja, dann ist doch jetzt was. Sobald meine Frontline ein bisschen überlebt, ist sofort Zappenduster für die Gegner. Sogar für eine Samira Duster. Das muss man ja dazu sagen. Pre-Level hat sich auch gelohnt. Haben dadurch noch eine Karma gehittet, bevor es richtig losging. War geil. Okay. Jetzt müssen wir das halt nur veredeln, ne? Wort des Tages Samira, Wort der letzten Woche Samira, Alter. So eine neue Unit. Was? Der hat 6 Cassius gerollt. Und was mit ihm? Er hat 2-2. Oh, hey, guys. Und ich, Idiot, dachte, wir könnten hier winstreaken. Was sind das für Boards? Okay, jetzt haben wir 5 Invoker. Der 6. wäre Lissandra, ne? Taric ist gut. Items sind leider gar nicht gut. Lieber noch einen Tank vorne rein.
Ah, doch, Items sind gut. Never mind. Ich hab's vergessen, dass ich ja AP noch hatte. Okay. Rollt man dann gleich für Lissandra? Schon risky, ne? Auf 6-4 zu rollen. Wir brauchen halt schon irgendwie. Was brauche ich eigentlich? Frage. Vielleicht eine Karma, die was macht. Das ist, glaube ich, der Wunschtraum jedes Karma-Spielers. Dass sie Tooster ist. Also bei Jax, weiß ich noch, hat man früher in 3-2 gerollt, bis man ihn auch Tooster hatte, wenn man 2 hat. Das wäre hier quasi die Übersetzung davon. Ich glaube, da rollt man schon. Weil man halt einfach, wenn ihr ein bisschen was hittet, sofort richtig dabei ist. Transfusion ist ganz gut. Transfusion ist es, ne? Bis Early jetzt erstmal Bestium. Bestien 4 in Boca 4. Das sollte ja eigentlich stabil sein. Meine Karma hat gemisst. Aber why? Oh mein Gott. Der hat aber gemisst. Jetzt muss ich den Loose-Streak aber auch ertragen, ne? Ich darf jetzt eigentlich nicht rollen. Das sollte ja wohl Entspannung bringen. Gerade gegen Cassius Freestar spielt. Ich meine, Jerick hat 2 Cassius getankt. Ich denke, mehr kann man hier leider nicht erwarten. Ich hab Maokai gehalten, weil ich bin nicht sicher, ob Poppy oder Maokai besser ist. Ja, Kinder. Acht Bestien ist komplettes Meme, no? Ist sehr stark. So, acht Bestien war eigentlich über das ganze Set hinweg extrem stark. Ist nur super schwer zu hitten, ne? Das ist ja 6 Bestiens plus 2 Embleme hitten. Ist quasi. Also, du, ja, ist halt schwer. Du musst halt sehr early dafür committen. Und acht Bestien ist quasi immer nur dann halbwegs playable, wenn
entsprechend 6 Bestien auch okay ist. So ultet von da meine Karma, oder? Ist sie das? Sehr dankbar, dass meine Karma diesmal nicht gehittet hat. Nicht gemisst hat. Nein! Oh, what am I doing? Ach, Mann. Ich hätte ja die beiden droppen können. Ich hätte auf 6 Invoker gehen können, aber ich habe einfach die Cassio gesellt. Und dann erst gesehen, dass ich Lissandra im Shop habe. Okay, was machen wir auf 7? Auf 7 ist awkward, ne? Steam ist actually sehr awkward. Mit 8 Bisschen fehlt dir noch der Damage. Brauchst du halt Archangel auf irgendeiner Unit oder Rage Bitter Philios oder Level 9. Okay. Geht auch oft. Also irgendwas, was davon profitiert, dass du so lange Fights hast. Das Gefühl, hier ist irgendwer mit einem recht normalen Board hingekommen und der Rest ist ja quasi einfach quasi Normalsterblicher und neben ihnen läuft Usain Bolt. Aber die ganze Lobby ist Usain Bolt. Ja, schwer zu sagen. Vielleicht. Ja, 7 ist einfach awkward. Weil auf 7 spiele ich dann hier den 6. Invoker. Wenn mir Cassio nochmal ein paar Zeit, was passiert ist. Oh, nee. Wenn wir Shen hitten, ist 7 extrem geil. Ah, dann kein Problem, wir müssen nur Shen hitten. Guys, let's hit Shen. Kann aber nicht leveln, ne? Ich hab Eco zu sehr verkackt davor. Okay, den Galio habe ich schon 6-mal tot gesehen. Aber ihm ist das egal, was da passiert. Okay, was wäre gut? Spellcrit, ne? Spellcrit? Ah, wir haben Spellcrit Karma gebaut. Könnte trotzdem gut sein. Irgendwie Tankiness. Targon Heart. Targon Heart ist es, ne? Aber Targon Heart. Wir mal für Cassio gucken, ne? Here we go. That's sick. Und das ist jetzt mein Lineup bis zum Ende des Games. Pretty much. Weil ich roll auf 7 auf jeden Fall jetzt, bis ich Karma hätte. Und das wird wahrscheinlich Ende des Games sein. Kaiser. Wie dick sie ist.
Actually sollten wir auf Because I Need 3-Star gehen. Junge, jetzt geht's aber los. Jetzt geht's aber los. Ja, ja, also auf Level 8 wäre ja Ari geil, aber wir werden auf Level 7 rollen. Bis zum Ende aller Tage. So, und jetzt müssen wir gucken, wie viele Leute spielen unsere kommen. Wir sind uncontested. Der hat Nasus 2. Bin kein Fan davon, dass der Nasus 2 hat. Und meine Karma Gott sei Dank auch nicht. Deswegen ändert die einfach, dass der Nasus 2 hat. Es ist so dumm. Du musst Shen hitten und dann ist diese Comp auf einmal von sehr gut zu Bruder muss los. Das wäre natürlich GG. Aber der Shen wäre ja auch GG. Der ist AFK, der wird es sehr bereuen. Wenn ich die Ari kriege. Ja, Moment. Aber ich habe Shen Tooster. Shen Tooster auf Level 7, Leute. Let's go. Hätte mir Ari gehittet, wäre ich wahrscheinlich erst Level 8 gegangen. Brauche ich natürlich die Randomized Items ein bisschen. Aber der rollt Action nur keinen Scheiß. Von den Augments her schon Banger. Booker, Crown, Bastion Hard, Targon Hard. Ja. Ich denke, grundsätzlich kann man das einfach mal machen. Oh, ein bisschen Angst, weil der Galio ist mein schwächster Frontline-Unit eigentlich. Aber ich dachte, ich stelle Lissandra da hin, weil wenn die was ultet, kriegt sie ja 10% mehr Damage. Ich glaube, meine Karma schneller durch. Und Taric hat ja Zizirot, deswegen fokust den hier jeder. Tatsächlich gibt es auch irgendeine Unit, die Shen killen kann hier. Cassio. Freestyle Cassio, da war ja was. Ne! Ich schwöre euch, das passiert, weil die Karma gestorben ist, wird Crit nicht applied oder so ein Scheiß. Das ist sehr gut. Wie viel ist den Patch bisher? Probably schon das 1000 Leute gefragt, aber ich war noch nicht da. Er ist noch nicht gelöst. Also ich habe jetzt heute, bin ich so ein bisschen mit der damit mitgegangen, dass Bastion sehr stark wirkt. Weil diese Targon-Shin-Variante auch einfach sehr, sehr gut ist. Und das scheint auch einigen anderen aufgefallen zu sein. Taric ist tot. Aber noch lebt mein Shen. Mein Shen macht ordentliche Schilde. I mean, look at that. Ja, Ash, was willst du machen? König des Board an, dead. Friendly Odd 4, Dead Eye 4. Wäre ich der, würde ich sagen, boah, wird ein Banger. Und dann würde ich sagen, holy shit, right. Aber wir sind halt uncontested, ne? Uncontested! Ich meine, er hat ja ein gutes Board. Steingettet, aber er hat halt Aphelios God One Star. Macht dann gar nichts. Oh, das ist eine sehr, sehr gute Runde. Das Problem ist nur der hier. Der wird Shadow Eye 6 hitten mit Senna. Dann wird der sehr unangenehm. Wir gewinnen die Lobby nur, wenn wir Karma 3 und Ari hitten. Die jetzt nicht die beste Ausgangslage ist. Ich
Was sind beste Items? Probably Gunblade Soraka für noch mehr Heilung. Dann punishen wir die Solo Frontline Units. Wir werden sehr viel bauen und sagen, Shen, wer bist du? Trip mit Jarvan, ist nicht lecker. Jarvan always good. Alter, was geht mit seinem Heim aus? Hat der gerollt? Das ist ein Heimat-Booster. Und er rollt mir einen Rabadons und einen Spellcrit. Also leider nicht mir. Sondern im Gegenteil von mir. Gegen mich. Also der hat auf Level 8 Timer-Dinger 2 gerollt, hatte genug Gold, 3 Dinger zu nehmen, gibt den Randomized Items. Und der haut sowas raus. Mir der Traum hat so viel Schaden gemacht. Chance Restore ist keine Windmann. Weil unrealistisch. Aber so AK3 ist sehr gut hier. Flieg, Engelchen, flieg, Darius! Ich muss wahrscheinlich früher All-In rollen, als ich dachte, ne? Ich dachte, ich bin strong. But. But I'm not. 5-5 All-In. Könnte 5-5 All-In sein, ne? Jetzt noch eine Runde zu verlieren, kann okay sein, weil wir dann im Karussell eine bessere Chance haben, Ari zu random zu rollen. Sehr gut für uns wäre. Ja, das war der Nasus 3-Star von dem. Der hat nur jetzt auch einen Science 2-Star. Der auch ordentlich weh tut. Okay, Ari aus dem Karussell. Let's go. Wer Ari aus dem Karussell bestellt? I think I did. Ich würde sagen, das war ein sehr guter taktischer Loose. Eine Ari zum Invoker? Schon, ne? Hat Shepard. Invoker Ari ändert nichts an ihrem Cast-Verhalten, weil sie anyway genug Mana kriegt, oder was? I didn't know.
Aber es ist einer für die Galerie dann. Scheiße. Nee. Wenn ich den jetzt wieder face, wenn der gottlose Items hat. Das Positive ist, ich face nicht ihn. Negative ist, ich face den First Place. Der kommt auf meine Ari. Aber die hat ein krasses Schild. Bruder, du denkst, du hast Schilde wegen Shadow Isles? Hast du mal meinen Kopf gesehen? Ich bin Schilde. Eine Soraka, eine Karma, Leute. Dann sind wir hier richtig im Business. Und Tarik würde ich auch noch nehmen. Schade. Oh, ah, das war dumm. Naja, egal. Dann startet die Aria halt auch direkt mit dem Cast. Kannst du die Tools? Let's go! Okay, meine Aria hat auf jeden Fall viel zu viel Mana. Wir könnten actually überlegen, Ari zu sellen. Oder wir belieben halt an Ari 2. Junge, aber rollt der denn jede Runde einfach nur krasse Items? Krass. Boah. Ich hätte den Javan hochschmeißen müssen, ne? Was? Ihn kann einfach keiner besiegen, weil seine Heimerdinger einfach perfect items hat, ne? Das sah sehr cool aus. Nehme ich trotzdem mit. Alleine schon, weil Gamescom Zeit ist. Nö, man weiß ja nie. Ich glaube, es war trotzdem eine coole Runde. Ich hätte actually gedacht, dass es ein First Place wird.
Wurde es dann allerdings nicht. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen. Nee, ich hätte dich früher rollen sollen. Hätte ich nicht die Ari bekommen. Schwer, ne? Ich habe Karma 3 getötet. Zoraka 3 hat gefehlt. Ari ein Vokemblem zu geben ist bad, weil sie tatsächlich Mana overcapped. Ich hätte die Träne auch auf Rise machen sollen. Das wäre viel besser gewesen. Hätte ich vielleicht noch mal ein bisschen was rausnehmen können. Und dadurch nochmal so ein bisschen mehr Action. Am Ende, ich glaube, Karma hat mit der einen Ult nicht gekritzelt, aber den sein Heimer reutert die ganze Zeit auch nur Perfect Shit. Das ist halt sehr, sehr krass, da irgendwas zu machen. Ich hätte natürlich auch den Turm hochschmeißen können, aber ich dachte, der Garen's Restyle ist wahrscheinlich gefährlicher und ich denke, das war auch richtig. Aber es hat tatsächlich nicht gereicht. Trotzdem, Karma's Restyle mit perfekten Emblemen.